Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, wir sind hier jetzt mal stehen geblieben und ich habe ziemlich viel Angst. Denn hier ist die Tür weg. Und das macht mir schon allein Angst, ne? Manu. Ja. Und ich soll natürlich da durch die Löcher gucken. Was erwartet mich da wohl? Ich will nicht. Was ist da? Ich habe Angst. Okay, aber irgendein Junge habe ich gesehen, glaube ich. Aber wir können, glaube ich, auch einfach dadurch. Ich weiß nicht. Okay, ein Mann, der schlaft. Oder keine Ahnung, da ist auf jeden Fall ein Buch und ein Mann. Zwei Türen sind da. Okay, irgendein Mann, der an einer Leiche irgendwas macht. Okay, es sind drei Türen aufgetaucht. Entschuldigung. Mann, ich hasse solche Spielchen. Wo lang? Ich gehe da durch, die sieht bequemer aus irgendwie. Achso, dann kommen wir zu den Orten, wo wir durch die Löcher gesehen haben. Oh, das wird jetzt sicher noch heiter. Pfeiltasten. Was sind das für Geräusche? Leertaste drücken, Pfeiltasten, Taste aus. Was? Entschuldigung, mein Hals kratzt ein bisschen, ich bin ein bisschen erkältet. Was? Oh. Mach ich nicht. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Okay, keiner. Was? Was soll ich schauen? Da ist der Blutspur plötzlich. Das macht mir Angst. Was? Das ist krass irgendwie, ne? Irgend. Die Scheiße macht mir Angst. Okay, nächste Tür. Also hier war die Leiche. Okay, der beim anderen war auch eine Leiche. Entschuldigung, dass ich noch jedes Mal Pause mache. Verpiss dich. Ich drücke immer den gleichen Knopf. Vielleicht beim anderen drücke ich mal den anderen Knopf. So, was? Ja, die Tür geht auf. Was? Als, ja, habe ich erwartet. Und da kommt auch kein Zombie raus. Ach, jedes Mal kommt eine Blutspur. Was haben. Ah, Gehirnsuppe. Jam. Und die letzte Tür. Alter, ich habe Angst. Das macht mich irgendwie ein bisschen wahnsinnig. Erstmal schaue ich hier ein bisschen. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome: stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Was war das? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Gut, Gehirnsuppe. Können wir hier irgendwas schauen? Irgendwas öffnen? Nein. Jetzt drück mal das andere. Okay. Hatte die gleiche Wirkung. Das macht mir irgendwie Angst. Da kommt da ein unsichtbarer Zombie? Nö. Auch nicht. So, was war das jetzt? Ja, okay. was? Was zur Hölle? Ich frage einfach gar nicht.
sondern gehe einfach weiter und hoffe, dass es bald vorbei ist. Oh Mann, oh. Meter ohne Kleber. Die Flaschen sollte ich aufpassen und nicht rumschleudern. Denn das könnte ziemlich laut werden. Da ist jemand. Lebt er? Bitte, 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 bitte. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hergebracht. Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an... an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ja, ich... Oh. Joseph! Okay, hoffentlich kann er noch mit. Störung halte, Partner heilen, verbraucht keine Gesundheitsgegenstände. Okay, hoffentlich können wir den heilen. Denn ich will nicht alleine laufen. Kannst du jetzt mitkommen? Ist alles in Ordnung? Läufst du mit mir mit? Denn ich will nicht mehr alleine laufen. Dafür ist das Spiel zu gruselig. Ich glaube, von da kamen wir schon. Ja, läuft der jetzt mit uns mit? Hallo? Also da sehen wir seine Lebensanzeige. Wir müssen hier raus. Komm. Kommst du? Hallo. Okay, der Zug zeigt die Knarre. Ist ein gutes Zeichen. Läuft der auch mit? Jawohl. Okay, wir sind nicht mehr alleine. Aber die Frage ist, wie lange? Denn wir werden ganz sicher noch wieder alleine sein. Der wird ganz sicher noch verrecken. Aber jetzt bin ich froh, dass wir fürs Erste nicht alleine sind. So, haben wir hier irgendetwas? Verbrennen, das würde nichts nützen eigentlich. Okay, wo geht's denn da lang? Da kann man sich, glaube ich, in Spinde verstecken. Ach komm, ich will sicher gehen. Aber der war schon tot. Ah, hier können wir öffnen und da ist nichts drin. Und da können wir uns öffnen. Sehr schön, Gehirnsuppe. Öffnen. Munition, Schrotflintenmunition. Da lade ich gleich mal nach. Zack, zwei Kugeln. Sehr schön, dann was haben wir hier? Nichts. Ist leider leer. So, da. Da, okay. Auch nichts. Da haben wir Pistolenmunition, sehr schön. Okay, ich verschwende gerade Streichhölzer. Das ist nicht so toll. 8400 haben wir schon von der Gehirnsuppe. Ja, bin ich gespannt, was wir nachher davon kriegen. Aber jetzt sollten wir erstmal weiter. Mit dem guten Joseph. Der zum Glück am Leben ist. Das freut mich, dass er am Leben ist. So, dann geht's jetzt hier weiter, würde ich mal sagen. Hallo, ist da jemand? Ich hoffe, dass da niemand ist. Haben wir hier irgendwas? Was ist das? Also, ja, super, von da kamen wir. Ist ja toll, wenn ich zurücklaufe. So, denn wir müssen hier, weil... das ist irgendwie ja nicht so gut. Halt die Augen auf.
Das ist irgendwie... Hilfe! Renn! Verdammt! Und zack! Oh, warte, komm mit! Schnell! Schnell, wie weißt du, wenn du kommst? Verdammt, okay. Okay, sie sind tot. Gleich sind sie tot. Stirbt endlich. Das wohl, okay, heilen muss ich ihn nicht. Und nochmal zwei Schrotflintenmunition, die kann ich gleich mal nachladen. Sehr schön, da haben wir Pistolenmunition. Lade ich auch mal nach. Und da haben wir wieder Schrotflintenmunition. Sehr schön. Die lade ich auch mal vollends nach. So. Jetzt sind wir wieder einigermaßen gut ausgestattet mit Munition. Das war aber eine schlaue Idee mit dem Öl da. Die zu verbrennen. Denn sonst hätte ich ganz viel Munition verschwendet. Joseph, wo bist du? Wo bleibst du? Da. Der hält natürlich die Deckung. Okay. Zack, noch mehr Munition muss... Pistolenmunition. So, da können wir das da dann wieder kaputt schießen. Hallo, ist da jemand? Der macht mir Angst. Natürlich lebt er. Verpiss dich, verdammt. Verdammte. Das war ein guter Schuss. Langsam war ich besser mit den Zielen bei diesem Spiel, weil anfangs war es ja grauenvoll, wie ich da gezielt habe. So. Sehr schön, dann hier nochmal Gehirnsuppe. Haben wir schon fast 9000. Ich schaue erstmal, ob wir eine Spritze haben für den Fall. Nein, haben wir natürlich nicht. Was sehr schön. Ah! Hier liegt eine Spritze. Was für ein Zufall. Aber dann würde ich sagen, gehen wir da mal weiter, ne? Meine Freunde. So. Trotz, dass das Spiel gruselig ist, macht es eine Menge Spaß. Aber jetzt, da wir jetzt nicht mehr alleine sind... Ja, habe ich nicht mal so viel Angst. Kommst du mit? Kommt er mit? Ich habe keine Ahnung. Joseph, kommst du mit? Ich möchte hier ungern alleine sein. Ja, der kommt irgendwie erst, läuft er nach, wenn wir schon ziemlich weit vorne sind. Das ist ein Weichei. Matt ist... Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Halt Abstand. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Okay, er kann die vielleicht entschärfen. Das gefällt mir schon mal gut. Ah, er hat es geschafft. Jetzt läuft er endlich mal vor. Aber jetzt bin schon gleich wieder ich. Natürlich. Danke, dass ich vor darf. Was ist jetzt? Oh. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Joseph,
Nach dem, was mit Connolly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Okay, lass uns einfach hier abhauen. Hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja. Alter, ich hatte schon Angst, dass der jetzt auch so zu ein Zombie wird. Und wir den gleich erschießen müssen und dann wieder alleine los müssen. Aber der wird bestimmt auch noch zum Zombie. Und dann bleibt der bestimmt auch so. Ja. Er ist eine tickende Zeitbombe. So, jetzt klettern wir erstmal hier hoch. Hallo? Oh Mann, wo sind wir hier? Ein Bild. Da haben wir Munition. Da haben wir einen Bolzen, den wir voll haben. So, da haben wir Stoßfilmmunition. Und Pistolenmunition. So, was haben wir da noch? Streichhölzer, glaube ich. Ja, wir sind ja ziemlich gut ausgestattet wieder. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Spiegelwelt. Wir kommen. Diesmal haben wir hier nichts zum Lesen. Ja, wir kommen durch den Spiegel wieder in die andere Welt. So, sehr schön. Dann Schlüssel haben wir, glaube ich, nicht. Oder ich schau mal. Ja, doch, wir haben Schlüssel. Mal hier auf. Ist aber nur Gehirnsuppe. Ja, wir haben 13.000. Damit können wir bestimmt viel anfangen. Sehr viel sogar. Bin ich mal gespannt. Dann gehen wir einmal durch diese Tür zum... Ja, uns erstmal verbessern, bevor wir speichern. So, sehr schön. Dann bin ich mal gespannt. Wir können bestimmt sehr viel verbessern. Einmal unser schickes Hütchen aufsetzen. Dann Sprintdauer erstmal. Für 6.000. Dann Waffen einmal. Das Ding. Kritisch. Dann mache ich einmal Nahkampfschaden. Jetzt haben wir nichts mehr. Okay, aber wir können sehr viel machen. Gut, dann gehen wir mal speichern, würde ich sagen. Aber wir haben nur noch 200 von Dinger. Von Gehirnsuppe. So, rennen können wir gerade nicht mehr. Dann speichern wir aber einmal. Sagt mir nicht, dass ich nicht speichern kann. Wieso? Was ist los? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Kommen wir hier durch? Ja, hier kommen wir durch. Kommen wir. Was zum Teufel? So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Ich verstehe gerade irgendwie gar nichts. Zurück können wir da nicht mehr. Das ist irgendwie komisch. Lass mich los, lass mich los! Ich weiß nicht, ob ich hier lang möchte. Was? Gut. Was ist es? Gut. Leslie? Gut.
sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Alter, was war das? Können wir jetzt speichern, bitte? Ja. Alter, habe ich schon gedacht, dass wir nicht speichern könnten. Konnten. Wir jetzt einmal speichern. Zack. Hier. Jawohl. Und es speichert. Ja, dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Abo und ein Kommentar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Xido. Dann ciao.